Hallo, willkommen bei der Gartenküche. Draußen ist es arschkalt, aber das ist uns egal. Wir haben trotzdem Bock zu kochen. Drin ist die Hexe schon an, also gar kein Problem. Wir haben von einem befreundeten Jäger 2 Rehkeulen bekommen, frisch geschossen hier aus der Region. Ja, und wir gehen jetzt rein und zeigen euch drin, wie wir die Keulen zubereiten. Hier unsere beiden Hauptdarsteller, die besagten Rehkeulen. Eine Keule wiegt ungefähr 1 Kilo mit Knochen. Als Zutaten für die Keulen benötigen wir Lauch, Mohrrüben, etwas Honig. Das hier ist Honig vom Rigotti. Der Daniel war ja bei Rigotti zum Besuch und ist auch in seinem letzten Gartenrundgang-Video zu sehen. Dann brauchen wir noch gelbe Zwiebeln, rote Zwiebeln, Knoblauch, etwas Tomatenmark, etwas Senf, 2 Orangen und 2 Äpfel. Nun zu den Gewürzen. Wir haben hier frisch gemahlenen Pfeffer aus dem Mörser, einmal Paprika edelsüß. Das hier ist ein Chili-Mix, selbst von uns hergestellt, aus unseren geernteten Chilis aus dem letzten Sommer. Dann haben wir hier einmal Paprika scharf, Piment, Kümmel, Lorbeerblätter, Kreuzkümmel, Nelken, weißen Pfeffer, Wacholderbeeren und natürlich Salz. Zu guter Letzt benötigen wir noch Olivenöl zum Anbraten und Rotwein zum Ablöschen. So, das Gemüse haben wir geschnippelt. Was Sie eben noch vergessen haben zu zeigen, war Sellerie. Den haben wir auch gehabt. Die Äpfel natürlich nicht wegschmeißen, die kommen hier bei uns auf den Kompost. Und jetzt geht's rein, jetzt braten wir das Fleisch an und danach das Gemüse. Erst ein bisschen Öl in die Pfanne. Und dann kommen nacheinander die beiden Keulen rein. Die Enden davon haben wir abgeschnitten. Die kommen dann später noch in den Sud rein. Die Rehkeulen sind jetzt schön von beiden Seiten scharf angebraten und jetzt kommt in die gleiche Pfanne das Gemüse rein und damit nehmen wir die schönen Röstaromen auf. Jetzt geben wir auch noch die 2 ausgelösten Unterschenkel mit in die Pfanne. Das angebratene Gemüse und die angebratenen Unterschenkel haben wir jetzt hier in ein hohes Backblech getan. Das müssen wir jetzt noch würzen und verfeinern. Zuerst geben wir die geschnittenen Orangen dazu. Das sind natürlich Orangen, die nicht behandelt sind, weil wir die Schale dran gelassen haben. Dazu kommt noch Senf. Einen guten Esslöffel Honig. Und jetzt zerfallen wir das Ganze mit den Gewürzen, die der Kai am Anfang vorgestellt hat. Außerdem geben wir noch ein bisschen Zimt oben drauf. Und da wir für die Soße natürlich auch einiges an Flüssigkeit noch benötigen, nehmen wir jetzt noch einen guten Schluck Rotwein. Dann haben wir noch von letztem Herbst was an Quittensaft übrig. Davon geben wir auch noch was dazu. Und zu guter Letzt, damit das Fleisch auch nicht trocken wird, noch ein Glas Wasser.
Das Ganze mischen wir jetzt nochmal schön durch. Das kommt jetzt für ca. 2,5 bis 3 Stunden in die Küchenhexe. Durch das Schmoren darin tritt aus den Keulen auch noch Fleischsaft aus. Den fangen wir hier unten mit dem Backblech auf und dem Gemüsebett. Und das verarbeiten wir dann später zu einer schönen Soße. Nach etwa der Hälfte der Zeit drehen wir die Keulen einmal, um ein gleichmäßiges Garergebnis zu bekommen. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal die Flüssigkeit im Breter zu überprüfen. Ist noch zu wenig drin, einfach noch ein bisschen Wasser oder Wein nachgießen. Das geschmorte Gemüse haben wir jetzt aus dem Ofen geholt und gießen das Ganze durch ein Sieb ab. Vorher nehmen wir noch die Unterschenkel raus. Wir trennen die Flüssigkeit von dem Gemüse. Das Ganze kochen wir dann nochmal auf der Hexe auf und erhalten dann eine schön sämige Soße, perfekt zu unseren Rehkeulen. Die abgesiebte Soße haben wir jetzt nochmal auf die Hexe gestellt. Dazu haben wir noch etwas stärkehaltiges Kartoffelwasser getan, um die Soße sämig zu kochen. Hier rechts seht ihr unsere Thüringer Klöße aus dem letzten Video. Den Link zu dem Video findet ihr hier oben rechts. Das sind unsere fertigen Rehkeulen mit selbstgemachtem Sauerkraut. Dazu kommt auch noch ein Video. Und mit den Thüringer Klößen halb aus dem letzten Video. Viel Spaß beim Nachkochen. Das Essen ist auf dem Tisch, das Kochen hat wieder mega Spaß gemacht und wir hauen jetzt rein. Nochmal danke an den Tristan für die zwei tollen Rehkeulen. Wir können euch das nur empfehlen, probiert es einfach aus. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.